Hallo meine Lieben, ich bin Irena und wir schauen heute, wann kommt die Liebe? Was zeigen uns die Karten? Wann kommt die Liebe? Schwer zu sagen. Meine Lieben, du tust dir sehr, sehr schwer. Schwere Situation. Etwas belastet dich. Ich vermute, das könnte sein, bei manchen könnte sein, dass ohne Partner belastet dich oder ein Partner, irgendwie etwas Vergangenheit, irgendwie etwas, was du immer mit sich selbst schleppst. Das ist wie Koffer ohne Handgriff. Das ist, schleppst du und schleppst du, schmeiß das weg. Dir wird leichter nach oben gehen, leichter nach vorne schauen. Genau, davon hast du noch viel, viel Kopfschmerzen. Meine Güte, heute ist Valentinstag und Liebesbotschaft kommt wie, keine Ahnung. Vielleicht wartest du, meine Lieben, dass etwas kommt von alleine, dass etwas, wie sagt man, geduldest du dich oder viel zu sehr vielleicht bist du beschäftigt mit Drum und Dran und nichts wirklich, du denkst, dass es wichtig ist. Aber nichts ist wichtiger als du selbst. Was ist das denn? Was will nicht kommen? Gleich schauen wir. Universum, schnell. Aha, schaut mal, meine Lieben. Ich sehe, hier kommt irgendwie etwas auf dich zu. Oh mein Gott. Der Himmel hat mich gehört. Schaut mal, meine Lieben. Schaut mal, meine Lieben. Geduld. Egal, welche Situation du jetzt hast, hab Geduld. Diese Situation geht sehr schnell zu Ende. Sehr schnell. Und ich sehe hier eine Partnerschaft. Am Ende kommt Liebe. Unbedingt kommt Liebe. Einzige möchte ich wissen, bei manchen wird das im Frühjahr sein, meine Lieben. Und hier, eigentlich, das ist kein Mann. Ich meine, das ist kein König, das ist nur vier Münzen. Aber ich vermute, das ist ein sehr attraktiver Mann. Freigeist hat er, wohlhabender Mann. Und ich möchte noch wissen, wer das ist, wer das könnte sein. Sehr traditionelle und der bringt die wahre Liebe in dein Leben, meine Lieben. Ich muss noch einmal schauen. Oh ja, ich muss noch einmal schauen. Wartet mal, noch einen Moment. Oh, er hat lange Weg noch. Das ist ein weiser Mann übrigens, meine Lieben. Der hat schon viel erlebt. Er hat schon an sich sehr, sehr gut gearbeitet. Ich muss sagen, er hatte wirklich langen Weg, da wo er sich selbst zu finden hatte. Viel gelernt, viel erfahren, viel Wege gelaufen, viel Schuhe abgetragen, muss ich sagen. Nicht umsonst ist er so ruhig und stabil. Meine Lieben, ich muss sagen, du hast das verdient. Du hast schwer gehabt. Schmeiß diese Last weg. Hab Geduld. Das Universum schickt dir eine große Liebe. Die wahre Liebe. Die ist genauso wie du. Hinter sich hat große Erfahrungen. Meine Lieben, ich bin glücklich jetzt. Ganz ehrlich. Total glücklich. Leider, ich habe keine Liebesorakel. Ich meine, ich habe mir schon oft gesucht, ein Liebesorakel, aber bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, der mir gefallen hätte. Sonst hätte ich euch noch ein Liebesorakel gezogen. Darum, ich sage, meine Lieben, einen wunderschönen Tag, große Liebe, hab Geduld, die Universum schickt dir eine große Liebe. Universum denkt an dich. Und das wird die beste Liebe, meine Lieben.
Bei manchen wird das sogar im Frühjahr schon sein, meine Lieben. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.